Hallo, der Trend der My Boyfriend Does My Voice-Over Videos ist ja schon ein bisschen jetzt am Rumdümpeln auf YouTube. Und ich dachte mir, erstens, Ellie, du hast keinen Freund. Zweitens, jeder macht das. Drittens, du kannst dir sicherlich irgendwas anderes überlegen. Und da dachte ich mir, machen wir doch mal was, was ein bisschen untypischer ist. Und zwar habe ich meine Oma überredet, mein Voice-Over zu machen. Meine Oma hat absolut keine Ahnung von dem, was ich eigentlich mache. Sie guckt meine Videos immer an, aber sie weiß eigentlich nichts darüber. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt, denn sie hat es noch nicht eingesprochen. So weit, so gut. Ich würde sagen, ich rede gar nicht lang drum rum und wir fangen einfach an. Also hallo, ich bin die Oma von der Alicia. Hallo Alicia, hast du heute andere Frisur? Oh, was ist denn das? Klinik? Was ist denn das? Wasser? Du sprühst dich ja ein. Benefit? Du puderst dich ja. Sie pudert sich. Und jetzt hat sie Mai, Beline und BK. Für was ist das? Weiß es nicht. Mal abwarten. Hau zum Schminken, da deckt sie. Ja, Pickel ab. N, Y, X. Ja, das weiß ich nicht, was das ist. Für die Augen was? Das macht sie jetzt in die Augen. Ja, vielleicht, dass es nicht glänzt. Das ist eine Creme. Für mich sieht es aus wie eine Creme, aber allem Anschein nach ist es ein Puder. Sie pudert jetzt sich gerade. Ach Gott, die hat ja nur auf einer Seite Wimpern. Das ist ein großer Unterschied. Und jetzt kommt Anastasia, aber jetzt weiß ich es nicht, wie das heißt. Augenbrauen. Oh, die Vera Beider. Sie betont es mit dem Pinsel. Schön. Jetzt fährt sie unter der Augenbrauen und über der Augenbrauen. Macht sie hin schmäler. Und jetzt kommt Anastasia. Hab's aber nicht lesen können. Ist ein Bürstel und da wird gebürstet, Wimpern gebürstet. Sogar Pilettpilt, oder wie? Was ist denn das? Ist das Puder? Lidschatten. Und Melt Cosmetics, das ist ein Puder. Und da wird jetzt gepudert mit dem Pinsel. Es ist rötlich. Und dann Melt wieder für Lidschatten. Übers Augenlid. Und jetzt Melt Cosmetics, das ist wieder eine andere Farbe. Das ist auch wieder Lidschatten. Und das wird alles übereinander geschmiert. Ah, das ist ja furchtbar. Und Melt Cosmetics in Blau. Noch einmal. Lieber Himmel, das bröckelt ja ab. Übereinander. Ah, das geht ja nicht. Ah, die können ja nicht einmal mehr die Augen aufmachen. Anastasia Beverly Hills. Ah, das wird auch. Was ist das? Ist auch Puder, oder? Eine Creme, oder was ist denn das? Und Kylie Cosmetics. Das wird flüssig sein. Ah, jetzt kommt es auf die Augen. Der Lidstrich, oder wie nennt man das? Und ein YX. Was das ist, weiß ich noch nicht. Ich weiß es nicht. Für die Wimpern? Ja, eine Wimpernzange. Urban Decay. Ich darf es nicht so schnell machen. Ich kann nicht so schnell lesen. Das ist ein Bürstel. Da wäre die falsche Wimpern noch hochgebürstet. Ah, sie klebt was, aber die hat ein Pinsett in der Hand. Und von Essence, was das ist, weiß ich auch nicht. Es wird auch was für die Augen sein. Ah, so ein Strich macht sie damit. Und dann noch Bobbi Brown. Brown, das ist Puder. Ganzes Gesicht wird auch gepudert und mit dem Pinsel. Ja, an der Nase entlang. Und nochmal Selig. Und auch nochmal mit dem Pinsel wird es aufgetragen. Das ist Rouge anscheinend, ja. Das ist auch ein Puder, nehme ich an. Vielleicht eine Farbe, eine andere Farbe. Anastasia Beverly Hills. Was das ist, weiß ich noch nicht. Liebe? Ach Gott, ist der flüssig? Ah, liebe Schminke. Und dann noch mit dem festen Liebestift von MAC.
Das kommt oben drüber. Ja, ich muss erst sehen. Und jetzt noch Haar schön hingerichtet. Und jetzt ist sie fertig. Schön sieht sie jetzt aus. Wirklich schön. Und Zwinkerer tut es auch noch. Gut. Rechts im Video sind noch zwei andere Videos. Und da müssen sie nur drauf drücken oder drauf schauen. Ja, also gut, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.